Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Random Monday. Ja, wir haben halt bei mir dran, ihr werdet vielleicht das Rauschen hören können. So, ich habe mich jetzt etwas weiter weggeschoben. Ja, das passt. Also solltet ihr das Rauschen eventuell etwas gehört haben. Weil ich habe hier diesen Schutz drauf. Man hört das meiner Meinung nach in den, also ich, so viel, ich bin der Meinung, man hört das in den Videos trotzdem noch etwas. Und ja. Aber da der Ventilator etwas weit weg steht, passt es ja. Wir haben hier 29,7 Grad, das passt. Und letzte Folge bin ich nicht weitergekommen, weil ich wusste nicht, wie ich sie ablenken soll. Aber aus meiner grenzenlosen Weisheit ist mir nicht aufgefallen, dass wir einen Baseball haben. Den haben wir da drin gefunden. Und er hat so einen komischen Dandy Boy Schläger. Und was wird man mit einem Baseball und einem Schläger machen können? Wir werden es gleich rausfinden. Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich es nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Ach, das sind unendlich viele Baseballs. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht. Ich dachte, das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Hab dich. Was soll das Gekicher? Nichts? Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. Ich auch. Und das ist mein Ernst. Ich rede vielleicht etwas leise, aber gut, wir haben ja mitten in der Nacht vorhin noch mit dem Zellout gespielt. Ich hoffe, ich war da nicht zu laut, aber... Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war zweiter Junior State Champ. Ja. Das ist aber eine Weile her. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Leg los, bin bereit. Ich bin im Baseball auch gar nicht mal so schlecht. Ach, wie ich diesen Klang liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich habe dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Echt jetzt? Das reicht mir. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Also das war mir zu viel. Wirklich. Daran sollte ich... Gehen wir zur U-Bahn. Und dann gehen wir zu Mel's Shop und zeigen Mel einfach sein, nicht sein, das Bild von Matt. Ich habe meine Kette die letzten Tage gar nicht mehr getragen, wobei das findet sie nicht aus dem Haus raus. Naja.
Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht, oder? Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Hey, ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den härtigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnum-Matic 9000. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnieten. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Auf zur Wohnung. Vermont hat etwas schweigsam, meine ich. Und bei Randall ist man der immer. Einfach weil ich will die Dialoge nicht immer unterbrechen. So wie ich es meistens immer tue. Meine Nase tut so weh, ich weiß nicht. Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich habe hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Kleine Freunde? Ach so. Er meint seine Kugeln. Tag 3, Tag 5. Überspeichern Tag 3. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenn dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alf. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde, du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Ist er sich da auch ganz sicher? Das war ich nicht selbst. Ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen. Randall, du kannst dich nicht immer mit derselben Geschichte rausreden. Nicht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast und mir die Freundin ausgespannt hast. Mann, du bist echt das Letzte vom Letzten. Oh, shit. Hatte ich die schon mal benutzt? Verdammt. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Nope. Matt,
Du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen. Sicher warst du das? Ach komm schon, Matt. Wir beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nenn sie nicht Schlampe! Ich meinte nur... Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. So läuft das nicht. Matt, ich schwör dir, ich will gar nichts von Sally. Glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Wir haben gestern Abend alle zu viel gesoffen. Warum vergessen wir das nicht einfach? Ich erschieß mich einfach. So kann ich am besten vergessen. Hey, was sag ich da? Ich sollte lieber dich erschießen. Glaub mir, Kumpel. Ich bin dein bester Freund. Halt dein scheiß Maul. Du hast es diesmal zu weit getrieben. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben? Matt, ich bin's, Randall. Ich habe kein Gewissen. Ich kenn dich gar nicht mehr, Mann. Mach dich bereit, ich blas dich jetzt weg. Nee, ich blas mich jetzt selbst weg. Könnte nicht mit der Schuld leben. Mann, ich hab mich geändert, ehrlich. Ich weiß, es war nur ein Tag, aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Am Arsch bist du! Ich blas mir die Rübe weg und du wirst es dein Leben lang auf dem Gewissen haben. Ach, komm schon, Matt. Hör mir zu. Lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht. Komm schon, Matt. Reden wir. Halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen. Oh, okay. Lass hören, was du zu sagen hast. Ich würde Sally niemals anbaggern. Bullshit. Ich glaub dir nicht. Lieber Elaine, sieht wesentlich besser aus. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Okay, weißt du was? Ich verziehe mich für eine Weile aus der Stadt. Und was genau soll das bringen? Ich rede mit Sally. Bevor oder nachdem du mit ihr ins Bett gehst? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das soll's dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich gebe jetzt nicht nach. Ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Ich gehe nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft.
Dafür kann ich Dezimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Ich will noch was zu rauchen. Ich sah Dinge, die mir niemand glauben würde. Ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Unterhalten wir uns ein bisschen. Oh nein. Doch nicht wahr sein! Nein! Stehen geblieben! Keine Bewegung, Penner! Dein Arsch gehört mir! Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet! Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Jetzt hat er's. Jetzt. Tag 6. Sie rauchen? Nein, danke. Ich höre gerade auf damit. Oder nee, ich höre gerade damit auf. Der erste Tag ist der schwerste. Das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31, Randall Hicks, du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß, das kann ich dir sagen. Moment mal, warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon, wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus, hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann, das sind nur so Gerüchte, gib nichts auf die... Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich, Zellengenossen. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang, dann bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Superzuckerschnecke-Gummipuppe. Ah, das wird auch nicht nötig sein. Oh, was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Ja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht deine Ersatz-Super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich red jetzt mal Klartext. Ich brauch Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist verstärkter Stahlbeton. Dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff.